Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim großen Preis von China mit dem Virus. Oh, jetzt ist mir gerade der Wort entfallen. Ja, alles gut, alles cremig, Rennstrategie, direkt mal rein. Oh, was? Jetzt habe ich mal was Pinkes vor mir, ist auch mal interessant. Ja, jetzt 4 Runden, 14, also 14 Runden insgesamt, 4 Runden, dann auch schon den ersten Boxendings machen. Da sind die Reifen wohl sehr Okay. abgefahren bei mir. Sieht so aus, ich kann ein bisschen länger mit meinen fahren. Ich krieg. Gott, das kann ja jetzt eine Quälerei werden. So. Ja, ich hasse Starts. Mal gucken. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein. Oh, da ging früh los. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, du bist zu früh zu früh nach innen reingezogen. Alter, der Vettel hatte einen super Bombenstart. Der hing hier Hallo? sofort am Heck. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Wie eine Kurve war dein Tod entscheidend. Oh ja. Besonders am Start, das ist das mal ganz extrem. Ja, Vettel. Zieh rüber, ich will links vorbei, danke. Ich weiß nicht, ob der Vettel sich was kaputt gefahren hat gerade eben. Der ist mir nämlich reinge. Ja, Kollision mit Vettel hatte ich jetzt auch. Ah! Man merkt, dass die Reifen nicht mehr. Wenn er so schreit, ist nicht gut. Wir haben die ganze Scheiße wieder hinter mir. Hat sich's Jo. geändert? Was hat mir das Qualifying gebracht, Platz 1 zu fahren, wenn ich jetzt hier da. Oh Ja, wir sind in der Mann. ersten Kurve zu weit reingefahren. Jetzt von außen reinfahren müssen, wäre einfacher gewesen. Ja, da ich du weißt, dass du sowieso mal von innen reinfährst und dann mit Brechstange, habe ich gesagt, nee. Nee, das mache ich nicht so wie du. Deswegen, ich bin außen geblieben. Kannst ja gar nicht sein, außen. Du warst ja. Ja, du bist ja vor mich gezogen, so, weil du nach innen wolltest, dann bin ich rübergegangen. Ach so. Ist doch wohl logisch. Nee. Gut, der Vettel, der hatte dieselbe Idee, da wurde es ein bisschen eng, aber egal. Man merkt, dass die Reifen im Qualifying ganz schön gelitten haben. Alter Schwede, wie so eine Schlange bei diesem komischen Spiel, Ja, was es da gibt. Snake. Nee, nicht Snake, ich meine das andere mit den Kugeln. Wo diese Bahn schießen muss. Komm noch rum! Diese Scheißkurve hier! Da will ich dann auch nicht zu viel machen, weil ich dann Angst habe, dass die Scheißkarre sich rumdreht. Und das passiert ja schneller, als du gucken kannst bei mir. Ja, man merkt, meiner Karre fehlt auf der Geraden so ein bisschen die Power. Ich weiß, wenn du mal bremst, danke. Oh, DRS, dann habe ich jetzt gleich ein Problem. Oh, trägt mich das nach außen, Alter. Reifen sind echt Fratze.
Oh, meine Reifen gehen noch. Konzentrier dich, Virus, konzentrier dich. Ja, 33 schon. Den einen vorne links. Na, da habe ich noch ein bisschen Luft, Gott sei Dank. Oh, komm doch rum, das kann doch nicht wahr sein, ey. Du verarschst mich doch gerade wieder, ey. Brauch keine alternative Strategie. Ich brauche mehr PS und Glück. Ja, schön, Jeff. Ich hasse diese Kurven. Ja. Ah, die halten sich hinter dir anscheinend schön gegenseitig auf. Ja. Wir stehen parat. Komm diese Runde rein. Ja, ich muss zugeben, bei den Autos hat man das schnelle Durchdrehen nicht so. Entweder hat man sich jetzt gelernt, wie man machen muss, oder... Nein! Ach, dann hau doch diese Scheiße, Mann! Ich hasse diese Scheiße, Mann! Das geht mir so auf den Sack, ey! Boxenstopp! Dieser verdammte Karre, Alter! Mann, das ist doch zum Kotzen! Ja, ja, bestätige hier, da, sonst wo, ey! Meine Fresse nochmal! Kommt einfach nicht rum, dieses Scheißjochen, ey! Ja, da kriegst du doch Plack am... Gut, wenigstens Achter noch... Ja, ich fahr jetzt rein, dann hab ich den Scheiß wenigstens da hinter mir, ey. Also, Spoiler im Arsch, ja, ja. Ach so. Diese ja, Pissratte, cool. Alter. Dann immer dieses schwule Durchdrehen, ey. Da krieg ich einen Hals. Na gut, deine Reifen, die dürften jetzt ja auch schon ziemlich runter gewesen sein. Mein runtergeranzter Drecksladen. 44. Oh, ja, dann ist schon... Mein Gott, ich war Zweiter, ich war Erster. Alles für den Arsch, Mann. Ja, diese Mistsau, Alter. Oh, da ist schon einer rausgeflogen. Ich krieg einen Anfall. Scheiß Formel 1, Alter. Das war unser letzter Boxen. Mann. Keine Boxenstops mehr geplant. Immer so eins auf den Sack kriegen, ey. Kein Bock mehr auf diesen Scheiß, ey. Brems runter, Mann, du blöde Sau. Ich müsste ja auch mal langsam in eine Box, wäre besser. Meine Fresse nochmal. Komm runter. Mann. Mistwagen, ey. Oh, komm. Stell dich dann immer so doof an, dass du nicht die Kurve kriegst. Hör auf jetzt, du Scheißkarre! Und deine Rumspielerei mit dem Scheißgras, ey. Todesurteil, ey. Boxenstopp. Boxenstopp. Nehm's jetzt. Ich schwitze mir einen ab, Alter. Ich kann gleich duschen, ey. Ich auch. Meine Fresse nochmal. Vor allem kriege ich auch keinen Abstand hin, das ist ja noch schlimmer, ey. Scheiße. Ja, noch waren die alle nicht im. Naja, ich aber auch nicht. Zwei waren jetzt in der Box. Oder sind jetzt? Ja, sind gerade raus. Oder jetzt gerade. Kann ja mal noch interessant werden. Ja, oh, auf jeden Fall. Deswegen konzentrier dich und fahr so gut wie es geht und dann mal gucken, was bei rumkommt.
Willst du denn auch mal runter? Das gibt's doch nicht, ey. Warum krieg ich denn gelbe Reifen? Warum krieg ich keine lilanen Reifen? Können sich die das sowas nicht leisten, Force India oder was, ey? Nee, weil du mit lilanen Reifen nicht durchfahren könntest. Das müsstest du nochmal eine Box. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Ah, bremst doch runter, Mann! Das ist so Ricciardo, der hat nichts drauf. Der kommt mit dem Kresse-Virus. Na komm, ich darf jetzt wieder bis zum Ende der Boxengasse dudeln, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Mutti. Aber der ist... Komm schon, lass mich raus. Hallo Teamkeule. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt das Rennen versaue, aber... Mir egal. Muss ich kriechen hier, der blöde Saftsack. Mehr Leid und mehr Leid, aber der Brems verliert. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Die Bremsen sind ja richtig schlecht hierbei. Gott, mein Teamkollege, der schleicht aber auch. So. Alter, krieg dich wieder ein. Oh Mann, ey, das ist ein Ackern, Alter. Boah. Oh ja. Okay, ist an der Box, alles klar. Müssten wir den Raikön ja jetzt eigentlich kriegen. Knapp, aber ja. Ja. Wieder zwei in die Boxengasse. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6. Mein Teamkollege ist mittlerweile auch drin. Hast du echt noch Glück gehabt, dass das da am Anfang so gut geklappt hat alles? Ja, beste Zeitpunkt konnte ich mir, glaube ich, gar nicht aussuchen, reinzufahren. Ich hätte sowieso reinfahren müssen. Dort hätte ich nur noch schlimmer abkassieren können. Na klar, bei dieser Strecke, wo es ja eh so kurvig ist, da können die Leute eh nicht so weit weg. Muss ich tatsächlich nochmal vom Gas runtergehen und setz mich weggehauen. Oh, passiert. Ich glaube, ich komme mich da noch ein bisschen ran jetzt, ey. Die waren ja alle schon jetzt in der Box da. Hamilton und Verstappen hinter mir. Haben alle schon die gelben Reifen. Ja, zu spät gebremst. Die Kurve verkackt. Scheiß auf die Zeit.
Ich habe vergessen, dass die Bremsen von Force India nicht so toll sind. Okay. Ich bremse immer zu spät. Ich habe ja schon 2-3 Mal wieder zu spät gebremst. Und wo das Auslaufzone habe. Oh Mann, ey, ich krieg die Krise, wenn du wüsstest, was ich jetzt vor mir habe. 2-mal Silber. Ja, ist das schön. Hau sie beide weg, dann habe ich Ruhe. Ey, das kannst du mal schön selber machen. Nee, dann müsst ihr ja wieder nach da hinten kommen. Klingt doch gut. Nö. Mir fehlt einfach die Power. Abschleppstange hinten dran hängen, ey. Was soll ich denn sagen, Mensch? Ich krieg ja noch nicht mal die Bestzeit geschlagen. Gern geschehen. Gibt zwar immer Minuszeiten, also immer grün, aber nicht lila, weil ich mir im letzten Stück hinten auf der Geraden halt eben die Power fehlt. Oh. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,6 Sekunden. Egal, Bestzeit brauche ich nicht. Hauptsache geschmeidig nach Hause fahren, das Ding diesmal. Oh, da hat's gerade jemand einen geledert da hinten. Hoffentlich ist es nicht mein Teamkollege, der da hinten in der Ecke liegt. Oh Mann. Auf Vettel vor mir. LOL. Naja, der fährt vorne mit. Nee, ist nicht mein Partner gewesen, alles klar. Oh, die Reifen sind schon wieder auf 34 hoch. Ne? Vorne links. Okay. Also. Ja, du musst jetzt halt ein bisschen aufpassen zum Rennende hin, weil du hast ja ein bisschen früher gewechselt wie alle anderen. Oh. Du musst halt ein bisschen vorsichtig fahren dann. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Falsch in die Kurve rein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5. Ja, diese Strecke ist eine Ferrari-Strecke, man sieht das schon. Zweimal Ferrari hinter einem. Albtraum mit den Reifen jetzt. Jo, glaube ich. 40. Aber vielleicht kriegst du sie ja trotzdem noch. Ein bisschen aufgeholt habe ich, aber. Schon näher dran als gerade.
Ist ja schön, Jeff. Ich brauche aber nur noch Benzin für zwei. Ah. Alter, Raikön und Vettel sind so nah beieinander. Die betteln sich bestimmt auch gerade hart. Ja, ich hänge ja direkt hinten dran. Na, kannst du einen Nutzen dieser Situation werden, wenn du Glück hast. Na, DRS wäre jetzt nicht schlecht, wäre ja direkt hinter. Aber viel zu spät, der scheiß DRS. Wie soll ich da jemanden überholen, wenn das jetzt erst kommt? Ja, immer erst beim nächsten Messpunkt. Ja, komm schon! 45% von dem scheiß Reifen, Alter! Fahr vorsichtig mit den Dingern, nicht, dass sie noch einen Reifen platzt. Mir platzt gleich die Hutschnur. Meine Pulsader, die ich schon... Oh, Vettel hat Raikön kassiert. Ja. Ja, Mann. Oh, jetzt hat er wieder zurückkassiert, lol. Oh, der Vettel scheint irgendwas abgekriegt zu haben. Ja, sieht so aus, es gibt diesmal ein buntes Treppchen. Da haben wir Leute gut abgesetzt. Ja, ja. Aber auch Gas geben wie im Bekloppten, weil die mir ja eben erst so nah am Arsch hing. Ja, ich auch zeitlang, bis der scheiß Dreher da kam, ey. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Boah, ich... Weißt du noch, wie weit du auf dieser Serie geguckt hast? Game of Thrones? Ich bin komplett durch. Okay. Also ich habe jetzt angefangen. Ganz neun Folgen noch nicht. Ich bin bei Season 4 jetzt. Alter, boah, spannend. Besonders ja. Das Moped mit dem Drachen, Alter. Das ist ja eine heiße Afterblüte, ey. Ha. Ja, vor allem bei der Serie geht es ja mehr ums Vögeln und ums Töten als um alles andere, du. Auf 15,5 Sekunden, ja okay doch. Oh, komm rum! Nicht jetzt, mach, komm! Ah, eine Insel! Ja. Daniel ist in der letzten Runde! Ja, letzte Kurve! Ja, ey, juhu! Diesmal passiert nichts mehr, so Rainer. Ach, scheiße, zwar keine Bestzeit, aber persönliche. Schneller geht's mit der Karre nicht als 1,40,2. Yay, jetzt kann man sich wenigstens mal in der Webcam freuen. Ja. Force India auf dem zweiten Platz, dass ich das mal erleben darf. Ach, schlimm, ey. Jetzt wird es Zeit für diese Blöd, Mann. Das ist doch mal ein buntes Treppchen. Endlich mal Leute am Podium, Alter, muss er mal. Endlich mal kein Mercedes auf dem Podium. Hässlicher Red Bull. Obwohl. Ja, nee, Toro Rosso, Moment, Freundchen. Ja, du hast aber Red Bull gesponsert, den Rennsanzug da. Ach, ist egal. Jawohl, ey, grüß dich. Du auch hier, ja?
Selten so gesehen. Ja, yep. Ein Vettel wäre mir zwar lieber auf dem Podium, aber... Sehr schön. Oh, zweimal. Oh Gott, das in der Punkte sieht das nicht gut aus, glaube ich. Oh, mein Teamkollege ist Zehnter geworden. Hat sogar noch einen Punkt mit nach Hause gefahren. Ja gut, dein Kollege hat 9. zwei Punkte gekriegt. Hui. Na, guck. Mal eben schnell in die Rangliste gucken. Oha. Ja gut, der Lewis und die beiden Ferrari haben natürlich noch ein paar Punkte mehr. Dahinter sofort den Virus. Klar, der wurde der Zweiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? 15. Ja, schade. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt nochmal gut gelaufen. Konstrukteurswertung sieht wie folgt aus. Ja, Force India hat natürlich 2-3 Punkte mehr. 4 Stück. Und Ferrari fährt da vorne weg. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Haust rein. Macht's gut. Tschüss. Ciao mit V.